Der Name Rannersdorf geht vermutlich auf den adeligen Regenhard von Anzenberg zurück. Eine Zeit lang fand ein Orden hier seine Heimat. Jedenfalls zeugen heute noch der Wallhof und das Schloss Rothmühle von seiner geschichtsträchtigen Vergangenheit. Erfahren Sie mehr Geschichtliches im nun folgenden Beitrag. Das Schloss Rothmühle in Rannersdorf. Es wurde bereits vor über 700 Jahren erstmals urkundlich erwähnt und fand im Lauf seiner Geschichte unterschiedliche Verwendungen. Und Rannersdorf hieß im Mittelalter Reinoldsdorf. Es war der Edle namens Reinhard und Rannersdorf resultiert aus dem Namen Reinhardsdorf. Es geht eben auf diesen Herrn zurück. Der hat wahrscheinlich im Bereich Wallhof, heutiger Wallhof, die erste befestigte Anlage errichtet, dieser Edle namens Reinhard. Und im Mittelalter, in dieser Zeit, Zeit der Babenberger und auch im Spätmittelalter dann, ist eben auch dieses Schloss hier entstanden. Das heißt, es geht auf eine mittelalterliche Mühle zurück und wurde dann später ein befestigter Landsitz. Das Schloss natürlich in seinen Fundamenten besteht natürlich seit dieser Zeit, aber ist natürlich vielfach umgebaut und umgestaltet worden. Und es ist als barockes Schloss dann weiter ausgebaut worden. Es fiel zwischendurch, ein Teil fiel dem Brand zum Opfer, ein Teil auch im Zweiten Weltkrieg zerstört. Und heute besteht es aus diesem trapezartigen Charakter, den wir hier vorfinden. Im Lauf der Jahrhunderte wechselte das Anwesen mehrmals seinen Besitzer. Im Innenhof erinnert noch ein Wappen an seinen adeligen Errichter Ambrosi di Ferrari. Von ihm und seiner Familie stammt das Wappen über dem Kapelleneingang hier im Schlosshof. Es war Johann Sigmund Pons, ein kaiserlicher Feldapotheker, der berühmte Magnetiseur und Naturheilkundler Franz Anton Messmer, der mit der Familie Mozart befreundet war, deswegen war Mozart hier. Franz Anton Dreher II., der Bierbrauer, und die Stadtgemeinde Schwechat dann 1968 bis heute. Erhalten geblieben ist die alte Schlosskapelle. Die Fresken stammen aus dem 17. Jahrhundert. Daneben ergänzen zeitgenössische Holzschnitzarbeiten des Schwechater Künstlers Karl Martin Sukop die historischen Räumlichkeiten. Aber wie kam die Rothmühle eigentlich zu ihrem Namen? Wir wissen es nicht hundertprozentig genau, aber er geht wahrscheinlich auf die rote Farbe dieser Mühle zurück. So wie auch die benachbarte Schwarzmühle wurde hier die Wasserkraft der Flüsse wie in ganz Schwechat genutzt, um Mühlen zu betreiben. Aus diesen Mühlen wurden später Fabriken. Und auch die Rotmühle wurde als Fabrik zeitweilig benutzt, beziehungsweise als Schloss verschiedener Adelsherren, verschiedener Familien. Und später dann um die Jahrhundertwende für das Jäkel war es Anton Dreher, der Zweite, der Bierbrauer, dem das Schloss gehörte. Der Bierbrauer Anton Dreher hatte Niederlassungen in Budapest, im böhmischen Michelob und in Triest. Nebenbei war der neureiche Adelige mit der Kaiserfamilie befreundet. Auch die Ortschaft rund um das Schloss blickt auf eine lange Geschichte zurück. Die Ortschaft um das Schloss entstand eben vermutlich um das Zentrum des Wallhofs, eben als erste Burg, wenn man das so will, als erster befestigter Landsitz, der dann vom Predigerorden, später vom Dominikanerorden angekauft oder erworben wurde. Und es hat sich einfach die Siedlungsgeschichte hier ganz sicherlich aufgrund der Flüsse abgespielt, entlang derer man gesiedelt hat. Produziert wurden hier unterschiedliche Sachen. Konkret war es eine Fabrik in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, eine Lederfabrik. Hier wurde Leder produziert für Schuhe. Und in ganz Rannersdorf wurde viel produziert. Es gab chemische Fabriken, die Laugen, die Chemikalien erzeugt haben. Es gab eine Papierfabrik. Also es gab hier natürlich viel Industrie entlang der Flüsse, wie auch eben in Schwechat und den anderen Katastralgemeinden. Schwechat war also traditionell von den Manufakturen und Fabriken geprägt. Auch Fellmeiergarten in Schwechat ist von der Textilindustrie geprägt gewesen. Das heißt, Fabriksarbeiterleben hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Auch Heimarbeit, nicht Homeoffice, sondern die Heimarbeit, die es damals gab von Webern und Textilarbeitern und Arbeiterinnen, die von zu Hause aus für die Manufakturen gearbeitet haben. Zurück zum Schloss Rothmühle und seinen Kunstschätzen. Die Fresken im Festsaal stammen aus dem 17. Jahrhundert. Zu sehen gibt es eine Liebesgeschichte mit König
David aus dem Alten Testament. Roter Brokat ziert hier Fenster und Wände. Das idyllische Schloss, in dem schon der junge Mozart zu Gast war, ist heute Frühstückspension sowie Tagungs- und Veranstaltungsort der Stadtgemeinde Schwechat. Hier lebte unter anderem Franz Anton Messmer, ist eine sehr faszinierende, schillernde Person gewesen, der Naturheilkundler und Magnetiseur war. Angeblich das englische Vokabel mesmerize geht auf Franz Anton Messmer zurück. Er war Arzt am Pariser Hof. Er ist in Ungnade gefallen, musste dann von dort flüchten. Er hat einfach, man würde sagen, alternative Heilmethoden ausprobiert, Musiktherapie. Und was sehr interessant ist, eben mit der Rotmühle, dass er mit der Familie von Wolfgang Amadeus Mozart befreundet war. Daher war Mozart als Jugendlicher auch hier im Schloss zu Gast. Gelebt hat hier Johann Sigmund Bonz, ein kaiserlicher Feldapotheker und natürlich auch eine schillernde Person, Franz Anton Dreher II. Aus der Bierbraudynastie, die doch Schwechat und das Leben hier so maßgeblich mitgestaltet haben und mitgeprägt haben. Und Franz Anton Dreher war natürlich auch eine Person des öffentlichen Lebens, der hier Empfänge gegeben hat, aber auch auf der Wiener Ringstraße, wo er ein Palais besessen hat. Ja, und nun ist es sozusagen eine Wirkungsstätte eben der Stadtgemeinde, wo auch zahlreiche Kulturveranstaltungen wie die Nestroy-Spiele, wenn nicht gerade Ausnahmebedingungen herrschen, jedes Jahr stattfinden. Das Schloss Rotmühle, ein Kulturjuwel vor den Toren Wiens, das dank umfangreichen Restaurierungen durch die Stadtgemeinde stets im Glanz erstrahlt, obwohl es bereits auf so viele bewegte Jahrhunderte zurückblicken kann.